Hallo Leute, uns wieder, euer Performer. Heute zeigen wir euch Lava Amp. In Lava Amp werden wir so gut wie keine Fallen gebrauchen. Ding läuft ziemlich autonom und man muss echt nichts machen und auf nichts achten. Eigentlich recht chillig. Also, wer andere Videos oder andere Sachen von mir nicht verpassen will, Glocke aktivieren, abonnieren. Noch einige Videos vor. Also baut mit mir erstmal Lava ein. So, wie ihr seht, haben wir hier eine andere Variante von unserem Verstecke. Der Verstecke hat hier einen Kasten. Dieser Kasten dient dazu, hier einen Bodenkatapult zu platzieren, falls ein Gegner doch mal meint, bis dahin zu kommen. Um es zu vermeiden, kommt hier eine Schallmauer, eine Dancing Wall. Hier oben mussten wir dafür aber alle Wände schmal machen, um den gleichen Effekt beizubehalten, dass die Smasher den Weg gehen, den wir wollen. Um alles hier jetzt tutti zu machen, ist ganz wichtig, dieses Fenster muss geschlossen werden. Ist dieses Fenster nicht geschlossen, werden die Minibosse durch diesen Block auf, der da oben nachher gebaut wird, so durchrennen. So, das war schon mal der wichtigste Punkt. Jetzt geht's weiter mit dem Aufbau. So, genau. Das gehört da nicht hin. Er platziert nicht das, was ich will. So. Eine Schräge. Noch eine Schräge. Eine Pläte, da kommt eine Luftabwehr hin, hier kommt eine Luftabwehr, da kommt eine Luftabwehr, hier kommt eine Lavabombe, die müssen wir jetzt verschieben, indem wir zwei Böden platzieren. Zack, Block auf hin, um die Gegner zu blocken. Zack. Zack, zack. So, dann haben wir das Thema schon mal. Dann machen wir hier nochmal den Lavaschutz ein bisschen höher. Machen unsere Waschmaschine fertig, wo die Gegner halt drin recycelt werden. Die Gegner laufen später hier durch und dann kontinuierlich nach hinten gesteuert. Kontinuierlich, dann machst du dann stundenlang so. Hier kommen nochmal Böden hin. Aber Wände, 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 Wände. So. Oben drüber kommen Pyramiden. Inneren Teile werden hochgeklappt. Damit haben wir den unteren Block schon fertig. Hier noch mal ein bisschen Bärstärke, indem wir hier noch einen schwebenden Block machen plus noch einen Boden. So, das wäre der Block von uns. Machen hier noch mal dicht für die Lava. Gehen jetzt nach oben. Oben rechts auf Höhe des Berges machen wir drei Böden und verschieben somit einen Chrometer. Fangen wir mit dem Boden an. Kommt gleich noch hin. Machen eine Pyramide drauf, machen eine Wand dahinter, machen Böden wieder hin, machen wieder Pyramiden drauf, machen einen schönen Rahmen drum. So, jetzt sind wir oben angekommen. So, Komet ist jetzt nach vorne hingeschoben, Block auf wird nicht zerstört. Wir können hier weiterbauen. Machen die ganze Straße hier durch mit Pyramiden. Eine Pyramide nach innen. Mitte hin, zur Mitte hin, die mittleren beiden
machen wir auch mittig. Dich. Und die kommen dann nach außen hin. So. Alle Pyramiden schön einpacken. Die Pyramide muss auch nach außen hin. So. Den Block auf machen wir ein bisschen vorne hin. Immer schön nach außen hin. So. Das war die erste Etage. Zack, zack, zack. Audio Hub Preview. Zweite Etage. Ein Kasten in der Mitte. Eine Pyramide vorne gehoben. Und schon geht's hier weiter mit dem Rahmen. Hier genauso, einmal komplett durch, einmal dahinter, auch nochmal einen Block hinter, so. Bevor wir nach unten gehen, machen wir hier eine Etage rein, dient auch gleichzeitig als Blocker, haben wir uns unten hier rein. Machen jetzt unten hier die Reihe zu. Den kleinen machen wir auch dicht. So, das wäre der Block auf. Audio Hub Preview. Kann man gut sehen? Ja, ne? Gegner werden aber auch zur Seite hin hochgehen. Darum werden wir auch hier eine Reihe machen. Pyramiden. So. So beginnen die Gegner auch nicht hier oben entlang, weil hier oben wäre die nächste Stufe, da würden die sagen, ey komm, hier ist eine Abkürzung, hier gehe ich runter, geh hier rüber, geh hier runter, geh hier runter, eben da. Um das zu vermeiden, haben wir hier einen Blocker. So. Das ist jetzt der Blocker gewesen. Und zugleich war das der Verstärker gewesen. So, die Gegner werden hier unten spawnen, werden schön gemütlich hier rumlaufen, hier reinlaufen, hier runterlaufen, weiter runterlaufen, hier rumlaufen und recycelt werden. Ah. Um ein bisschen auf immer sicher zu gehen, tun wir jetzt hier nochmal ein paar Soundboards rein. Beulekondition. Und dahinter, ich komme nicht mal da raus, machen wir Wandstachel mit Heilung. Wandstachel, Heilung. Zack, zack.
So, da wir ja öfters Banis haben, die hier explodieren, da ja daneben die Lavabombe explodiert, explodieren die Propanis, machen die Böden vielleicht weg. Wenn die Böden weg sind, kracht die Lavabombe in die Waschmaschine und die Waschmaschine geht hops. Also geht dann auch gleichzeitig der Verstecker hops, weil wenn die Wände weg sind, ist einfach alles weg. Um das zu vermeiden, habe ich Healpads mit Heilung, um dagegen zu wirken. Wie am Anfang erwähnt, mache ich jetzt hier die Luftabwehr, Reichweite, Nachlade, heilen und erhöhte Gebäudekondition. So. Jetzt das Space hier nochmal von oben an. Sieht gut aus. Dafür brauchen wir irgendwie keine Fallen. Hier vorne kommen auch nochmal Wandstacheln dran, weil hier ein Nebelmonster meint immer hier zu schlagen. Es ist meistens immer nur einer. So wie Jus. Ah, und eine Wand noch. Eine Wand. Sorry dafür. So. Jetzt sind wir komplett. Das wäre dann jetzt der Lava-Verstärker. Falls euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Performer. Wir sehen uns, wir hören uns. Ciao. So, mir ist aufgefallen, ich habe was bei der Aufnahme vergessen. Und zwar... Sorry dafür, aber leider.